willkommen zum Teil 2 von den Vintage-Tags mit den gepressten Blumen. Heute geht das Tutorial weiter. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu lange gewartet. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe mir das Ganze jetzt so, wie ich es hinterher festkleben will, zurechtgelegt, so ungefähr. Und nehme jetzt meinen, hier habe ich diesmal eine Art Glitterglue bereitgelegt, um die einzelnen Pflänzchen erstmal festzukleben. Und das mache ich jetzt auch. Erst mache ich mal mit euch. Ich klebe das ganz normal auf. Ganz vorsichtig fest. Guck schon, dass das recht gleichmäßig ist und nicht nur so punktuell. Das ist eine ganz schön filigrane Arbeit, bin ich auch ganz ehrlich. Geschützt sind dadurch die Blumen natürlich noch nicht oder die Kräuter, die ich hier aufbringe, aber es hält zumindest erstmal an den Stellen, wo es halten soll. Und ich glitter oder beklebe das mit dem Art Glitter Glue ganz filigran. So, die dünne Spitze hilft dabei natürlich sehr. Auch nicht zu viel an die Finger kriegen, das ist auch alles nicht so gesund mit den Klebstoffen. Aber der funktioniert wunderbar. So, ich mache mal ohne euch weiter. So spannend ist das, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt alle Blumen festgeklebt, mehr oder weniger, und habe festgestellt, dass ein paar ein bisschen dick sind. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Das Problem ist natürlich, die Blumen gehen kaputt. Wir brauchen ein Medium, was wir über die Blumen machen oder über die Blumen geben können. Und da reicht einfach nicht klares Gesso aus. Da müssen wir mit Lacken arbeiten. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich mag es sehr gerne matt, aber es gibt auch Leute, die mögen es lieber glänzend. Ich habe hier Paper Glaze Matt. Das ist jetzt hier von Viva Decor. Das gibt es aber auch von anderen Marken, dass man da eine Versiegelung quasi drauf macht, die matt ist. Hier muss man ein bisschen aufpassen, die bleibt ein bisschen milchig, also gehen die schönen Farben ein bisschen verloren. Ich werde es trotzdem gleich hier mal demonstrieren. Und dann habe ich jetzt hier, das ist jetzt Distress Paper Mosaic Glaze. Das ist eigentlich nichts anderes als Glossy Accents. Ich habe Glossy Accents auch noch da, die Flasche habe ich aber noch nicht geöffnet und ihr seht, das wird schon leicht gelblich, das muss mal langsam aufgebraucht werden bei mir. Ich glaube, für diese Vintage-Projekte fällt das nicht so doll auf. Das glänzt dann hinterher trotzdem ganz schön. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich zeige euch, wie ich vorgehe. Da lasse ich wirklich jetzt alles gut hier drauf laufen. Ich muss ein bisschen näher kommen. Schaut nicht auf meine verklebten Finger. Das ist nun mal beim Basteln so. Ich gehe jetzt wirklich, ich schaue mal, bin ich in der Kamera, komplett mit viel, viel, viel von der Flüssigkeit hier drüber und versuche keine Blasen zu machen. Also wirklich über die komplette Fläche. Ich muss euch gleich wieder ein bisschen, na, obwohl ich kann das glaube ich ganz gut sehen hier. Man kann immer bis zur Ecke gehen ungefähr und das funktioniert dann ganz gut. Jetzt auch über die Pflanze, dass das schön darüber laufen, dass alles bedeckt ist. Es wird später noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, ja, dieses Cremige geht weg und es wird ganz durchscheinend, wenn es austrocknet oder aushärtet. Aber das ist schon richtig dann wie so eine Fliese sieht das so ein bisschen aus oder wie eine, ja, wie eine Harzbeschichtung sieht das ein bisschen aus hinterher. So, das dauert ewig lang, bis das trocknet. Das lasst ihr am besten den ganzen Tag liegen. Ich mache mal weiter. Also ein Ding ist auch ganz schnell leer bei so großen Tags. Wichtig ist, dass ihr die Tags von hinten, weil die aus Holz sind, komplett auch versiegelt. Das heißt, nicht mit dem gleichen Glaze-Zeugs müsst ihr arbeiten, aber zumindest solltet ihr irgendetwas verwenden, wie einen Lack oder ja vielleicht auch eine dicke Farbschicht, damit sich das später nicht verbiegt. Das wälzt sich nämlich sonst auch gerne mal. So. Es muss jetzt wirklich reichen. Ich
traue mich das jetzt auch hier nicht auf meine Matte abzulegen. Ich nehme mal nochmal meine Mixed-Media-Matte dazu. Die Schneidematte ist mir dann doch ein bisschen zu schade. Und ich gucke auch nochmal jetzt gegens Licht. Moment, ich schiebe alles ein bisschen hoch. Ich gucke jetzt auch nochmal gegens Licht, ob hier irgendwo noch Bläschen sind. Ich kann ja, solange das noch nicht komplett ausgehärtet ist, nochmal überall lang gehen und auch Bläschen entfernen oder Hohlräume, die entstanden sind, dann nochmal regulieren, so dass es dann so richtig eine scheinende Oberfläche hat. So, ich weiß gar nicht, ob man das so gut in der Kamera erkennen kann, aber später, wenn es ausgehärtet ist, was wirklich einen Tag dauert, am besten hole ich euch nochmal dazu und zeige euch das dann auch. So, das ist einmal glänzend. Die möchte ich hier auch in glänzend haben. Das heißt, hier mache ich direkt mal weiter. Ohne euch. So, ich habe jetzt alles nochmal für euch hier bereitgelegt, bevor ich das noch weiter abhärten und aushärten lasse. Ich möchte noch mal kurz was zu dem Paper Glaze Matt sagen. Also ich hatte das ein bisschen dicker aufgetragen, so ähnlich dick wie das Glossy Essence oder Glossy Accents. Ich weiß nicht, warum mir das immer passiert, ich spreche es immer so aus. Und man hat direkt gesehen, also es wird so matt, dass es auch beim Austrocknen nicht mehr durchsichtig werden wird. Das heißt, ich muss das Ganze noch mal ein bisschen verstreichen mit einem Pinsel. Jetzt geht es einigermaßen, es ist noch nicht ganz trocken, aber man sieht, es funktioniert. Hier hat dann das Papier ein bisschen gelitten. Ich habe dann jetzt dann nochmal zur Sicherheit ein bisschen die Ränder nachgearbeitet. Ich werde das nochmal inken später, wenn es trocken ist. Und ja, wie gesagt, ich habe es halt verstrichen, dann sieht es halt so matt aus. Ich kann nur ehrlich gesagt nicht sagen, ob diese dünne Schicht von diesem, ja, Lack von diesem Paper Glaze Matt überhaupt ausreicht, damit die, ja, Blümchen sich nicht abrubbeln mit der Zeit. Das ist natürlich bei der anderen Schicht jetzt hier in dem Fall etwas, ja, würde ich sagen, massiver und ein bisschen dicker, und ich denke, das wird besser funktionieren. Ich halte das mal näher ran. Das ist eine richtig dicke Schicht, die Pflanze komplett einschließt. Also die Blume ist komplett umschlossen. Wie es morgen aussieht, das zeige ich dann jetzt gleich. So, ihr Lieben, wir haben jetzt den nächsten Tag und ich habe jetzt wirklich 24 Stunden gewartet, bis das alles ausgehärtet ist. Wie erwartet, nach dem Trocknen ist der matte Lack nicht so, dass ich denke, dass starker Abrieb hier diese, ja, selbstgepressten Blumen nicht beschädigt auf Dauer. Es sieht schön aus, gar keine Frage. Ich bin auch ein großer Fan von Matt. Ich habe hinten auch auf der Rückseite noch das Holz bearbeitet, also ein bisschen lackiert, damit sich das nicht wellt. Ich glaube, das ist so ganz gut gelungen. Diese drei Matten werde ich für etwas verwenden, was nicht stark beansprucht wird. Es sieht toll aus, aber der eigentliche Effekt geht verloren. Und vor allen Dingen kann ich jetzt das nicht als Schlüsselanhänger oder irgendetwas verwenden oder irgendwo dranhängen, wo es stark beansprucht wird, sonst geht es einfach kaputt. Ja, so, der schöne Effekt ist jetzt hier bei den fertigen Tags deutlich zu sehen. Wir haben wirklich eine komplette Schicht hier oben drüber. Es sieht aus wie Schmuck, finde ich. Hat ein bisschen was von Emaille. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich sowas Ähnliches bei YouTube mal gesehen, und zwar bei einer englischsprachigen YouTuberin. Ich habe wirklich alles nochmal durchsucht. Ich habe es nicht wiedergefunden. Es tut mir leid. Also wie gesagt, die Idee ist nicht so ganz von mir. Die hat so dicke Holzklötze mit ähnlichen ja, Embellishments und Blumen und so weiter versehen. Aber ich kann euch das wirklich nicht mehr sagen. Also ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Darauf ist diese Idee, die ich hatte, begründet. Und ja, ich habe das halt ein bisschen abgewandelt. Ich finde, das ist richtig toll geworden. Teilweise musste ich noch mal ein bisschen über die Blumen drüber gehen, weil die so stark hervorgestochen sind. Aber jetzt ist alles wirklich fest und wie mit einer, ja, stoßfesten Schicht überzogen. Das sieht toll aus. Anders kann ich es nicht sagen. Also ich bin ein bisschen selbst überrascht, wie hübsch und professionell das aussieht. Aber es ist immer noch so ein bisschen vintage und shabby. Und ja, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt noch ein bisschen was an Schnickschnack und Gebamse da dran und ich suche mal ein paar Sachen dafür zusammen. Ich habe mal ein bisschen Spitze, ein bisschen Kordel und ein paar Charms, ein paar Anhänger in Bronze
und Quasten besorgt, die ich noch im Schrank hatte. Hier habe ich auch so ein Metalllesezeichen, was ich mit einer kleinen Kette schon mal bestückt habe, besorgt und aus der Schublade gekramt. Ich habe Ösen mir bereitgelegt und diese kleinen birnenförmigen Sicherheitsnadeln. Und damit, denke ich, können wir gleich etwas Schönes hier gestalten. Ich glaube, ein kleiner Anhänger wird sich zum Beispiel sehr gut hier an diesem Lesezeichen machen. Das kann man dann im Journal einhängen sozusagen. Ich zeige euch das einfach gleich mal. Und hier oben kann man natürlich, wenn größere Löcher vorhanden sind, dann sehr schön die Spitzen dran machen. Ich werde das jetzt ein wenig zusammenfügen und zusammenpuzzeln und hole euch dann wieder dazu, wenn alles fertig ist. So, jetzt habe ich ein bisschen ohne euch gewerkelt. Ich zeige euch das mal. Hier habe ich ein Lesezeichen gebastelt, das einfach nur wirklich mit Ösen und mit dem Lesezeichen und der Quaste dran. Ich zeige euch das mal, wie schön das aussieht. Ich habe ja noch dieses relativ unbestückte Journal hier. Ich hoffe, ich bin richtig unter der Kamera. Jetzt kann ich das einfach hier in den Buchseiten einhängen, dieses Lesezeichen, und weiß dann, wo ich bin, und dann hängt das hier so runter. Also ich finde, das macht richtig was her, wenn man das im Journal verwendet. Ich finde das sehr interessant und das ist so ein bisschen, fokussiert so ein bisschen den Blick auf diese Stelle. Und ich lasse das mal einfach mal kurz hier dran. Man kann jetzt auch hier oben zum Beispiel mit einem, hier habe ich einen Ring dran gemacht, das hier oben einhängen, dann würde das hier so runterhängen. Das finde ich auch sehr schön. Oder man macht einfach diese kleinen Nadeln hier dran. Ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite. Hier an der Spitze, die immer so ein bisschen vorsteht, kann man ja auch ein Nädelchen befestigen. Das geht im Journal, auch auf den Buchseiten, wenn man da Spitze verwendet hat. Oder halt man lässt ein Loch in der Seite und dann kann man das dann einhängen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen unterhalb der Kamera. So, das ist dann recht gut machbar. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Stiefmütterchen, das habe ich ganz besonders ins Herz geschlossen. Das sieht sehr schön aus so. Diese Text kann man natürlich entweder auch befestigen hier, oder man kann die dann später an der Seite, wenn man eine Tasche hier macht oder so, einstecken. Finde ich ganz nett. Dann baue mir das hier noch so ein bisschen rum, oder man macht das hier auf die Kante. Ja. Also unendlich viele Möglichkeiten, sowohl für die glänzenden als auch für die matten Embellishments. Man kann das als Schlüsselanhänger, unabhängig von einem Journal, als Schlüsselanhänger benutzen. Dann würde ich hier vorne den Ring einfach nur hier unten dran machen. Das sieht bestimmt auch ganz toll aus. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert und ihr konntet mit meinem Tutorial ein bisschen was anfangen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt bitte gesund. Ich glaube, ich werde jetzt öfter ein paar Journal-Videos wieder machen. Ich habe so richtig Lust bekommen, Embellishments und Ähnliches zu basteln. Ich nehme euch dabei gerne mit. Wenn es euch Spaß gemacht hat, hinterlasst mir auch einen Kommi. Ich freue mich immer. Bis dahin, alles Gute!